glaube, nach meinen Eltern hat mich wahrscheinlich nichts mehr geprägt als die Jusos. Ich verbringe in diesem Verband jetzt ziemlich genau die Hälfte meines Lebens und ich wäre jetzt vielleicht nicht jemand völlig anderes, aber mein Weg wäre ein ganz anderer gewesen, wenn ich nicht irgendwann mal bei den Jusos gelandet wäre. Ich bin geprägt durch den damaligen hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt gemacht hat und der mit uns während des Studiums an der Universität ein Kolloquium gemacht hat. Und das prägt natürlich für das ganze Leben. Und er war ja Sozialdemokrat und deshalb war für mich klar, die Jugendorganisation der SPD ist die, in denen ich mich engagiere. Und die war auch am aktivsten einfach. Also ich fand immer, dass es schon was ganz Eigenes und Besonderes ist, dieses mit Menschen zusammen politisch zu handeln. Also so das, ich finde immer, dass dieser Ausdruck der Genossin und des Genossen ist ja schon was, was, ja, das ist schon was Spezielles. Es ist halt was anderes als Freundschaft. Ich finde, es ist auch was anderes als Arbeitskollegin. Aber es ist halt schon dieses, es treiben einen die gleichen gesellschaftlichen Fragen um. Man hat gemeinsame politische Überzeugungen und versucht, das in kollektives Handeln zu übersetzen. Das fand ich schon immer was ganz Besonderes. Und natürlich sind da auch, ja, waren das intensive persönliche Erfahrungen. Und natürlich gibt es da auch Menschen, die ja, einen auch weiter im Leben begleiten. So. Also das ist schon eine prägende Zeit. Also für mich war es auch so, dass ich habe ja, seit ich eben dann 13, 14 war, immer Juso-Arbeit gemacht, bis ich sozusagen dann als Juso-Bundesvorsitzende aufgehört habe. Da war ich 27. Und das ist ja eine prägende Lebensphase. Das sozusagen legt man ja ohnehin nicht beiseite. Ganz eindeutig. Also ist diese Beziehung, die man damals gemacht hat, das war ja so eine Art von innerparteilicher Ranger-Ausbildung, die man dort gehabt hat, die haben einen geprägt. Und es ist für mich die anstrengendste Zeit gewesen in meinem Leben, aber auch die in gewisser Weise die Zeit, die mich am meisten geprägt hat. Und dann gab es die Linksentwicklung in Berlin, Linksentwicklung, sehr häufig unabhängig voneinander, in Nordrhein-Westfalen, in Bremen und so. Und dann haben wir uns vor diesem entscheidenden Kongress getroffen. Und dann wurde erstmal abgestimmt, wer potenzieller Bundesvorsitzendenkandidat sein würde. Und da habe ich eine Mehrheit gekriegt. Und dann haben wir uns zu zwei Vorbereitungstreffen getroffen. Eins war wohl in Oberhausen, das zweite in Eltville. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Und da haben wir dann den Carsten Vogt da auf Schild gehoben und gesagt, den machen wir jetzt zum Vorsitzenden. Übrigens, die Treffen fanden in Eltville statt, wo auch es wunderbare Weine gegeben hat am Abend auf Einladung der Südhessischen Jusos. Also diesen Genuss haben wir nie ganz ausgeklammert. Wir hatten, als der Kongress begann, eine klare Mehrheit. Und da ist mein Amtsvorgänger Peter Cordrier wegen der linksradikalen Unterwanderung, so sagte er es damals, zurückgetreten. Und dann haben wir mit 100 und so und so viel zu 11 oder 12 oder 13 Stimmen den Rücktritt nicht angenommen, um ihn anschließend mit der gleichen Mehrheit abzuwählen. Also wir waren so richtig im Überschwang unserer Mehrheit und unserer Gefühle und haben dann dafür gesorgt, dass er richtig abgewählt wurde. So, was waren die Themen? Einmal die Ablehnung der Notstandsgesetze natürlich, die Kritik an den Amerikanern, an der amerikanischen Regierung zum Vietnamkrieg, also das Friedensengagement und natürlich auch die Kritik des Kapitalismus. Und dann war klar, dass wir, sagen wir mal, die Jungsozialisten, auch die Reformbewegung, die innerhalb der außerparlamentarischen Opposition war, dass wir die auch in die SPD und zu den Jungsozialisten holen wollten. Und das haben wir auch geschafft. Sonst wäre 1969 ja Willy Brandt nicht Bundeskanzler geworden. Das waren die beiden Punkte, wenn man es genau nimmt, die dann die Juso-Arbeit geprägt haben. Verbindung von außerparlamentarischer Arbeit mit parlamentarischer Arbeit und Versuch, eine reformerische Strategie zu machen, die aber qualitative Änderungen bewirkt. Und insofern keine klassische revolutionäre Strategie zu machen, die sozusagen auf einen Schlag
Gewalt, die Systemfrage stellt und dann hofft, dass danach, nach diesem revolutionären kurzen Prozess, eine völlig andere, freie, gerechte Gesellschaft entsteht, sondern dass man das in einem Prozess versucht zu entwickeln. Aber was ich immer wichtig fand und immer noch wichtig finde, ist, dass die Jusos ganz frühzeitig in der Frage Europäisierung unserer Politikposition bezogen haben. Das gehörte mit zu den frühesten Beschlüssen. Man kann nicht von der Globalisierung reden und keine globalen Netzwerke und globalen Allianzen schaffen. Wir haben sehr enge Kontakte gehabt zu Jusos in anderen Ländern, zum Teil auch zu der italienischen kommunistischen Jugend, die später ja Sozialdemokraten geworden sind, und haben dort ähnliche Diskussionen wie bei uns unterstützt, aber auch ähnliche Entwicklungen gefördert. Es war faktisch so, dass die Jusos damals in Europa auf der Linken der wichtigste Verband waren und auch als solcher akzeptiert wurden. Also für mich war das, was das Tolle an der politischen Arbeit war, einfach, dass man mit seiner Wut und seiner Empörung und manchmal auch seiner Verzweiflung über die gesellschaftlichen Zustände nicht mehr allein war und dass man sich auch nicht mehr so ohnmächtig gefühlt hat, sondern dass man mit anderen Menschen versucht hat zu verstehen, warum diese Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert und was man vielleicht selber Kleines dazu beitragen kann, dass sich die Dinge zum Positiven verändern. Und es ist mir völlig egal, ob jemand 20.000 Kilometer von mir entfernt am anderen Ende der Welt wohnt. Ich fühle mich ihm nahe, wenn er oder sie meine Ideale auch teilt. Und zwar viel mehr als jemand, der in der Wohnung neben mir wohnt, vielleicht den gleichen Pass hat wie ich und in der gleichen Straße wohnt, aber ansonsten ein unsolidarisches, rassistisches Arschloch ist, was mit meinen Werten nichts zu tun hat. Und auf solchen Camps entfaltet sich irgendwie der ganze Zauber so einer internationalen Organisation. Ja, ich habe, glaube ich, relativ früh schon die Doppelstrategie der Jusos als ziemlich zentral angesehen. Also, dass man auf der einen Seite versucht hat, in der SPD für progressive Positionen einzutreten, daneben aber auch immer den außerparlamentarischen Bereich als Ebene gesehen hat, von dem man aus progressiven gesellschaftlichen Druck erzeugen kann. Ich habe das bei den Jusos Berlin ganz klassisch so gelernt, dass das vor allem in der antifaschistischen Arbeit immer und immer wieder stattfindet. Wir haben uns und tun das bis heute immer als Teil einer ganz breiten gesellschaftlichen Kraft, die sich gegen rechts stellt, verstanden. Und zwar völlig egal, ob das jahrelang in Dresden gegen diesen geschichtsrevisionistischen Aufmarsch im Februar stattgefunden hat, ob das gegen die AfD oder andere rechte Parteien der Fall ist. Da waren wir immer dafür, sehr breite Bündnisse aufzustellen, aber eben welche, die nicht Lichterketten veranstalten, sondern die eben auch deutlich machen, es gilt hier etwas Grundsätzliches zu verteidigen, nämlich den Anspruch auf eine offene Gesellschaft. Und dafür ist man auch bereit, einen Einsatz zu gehen. Also das ist für mich etwas, woran ich sehr politisiert wurde und was wir natürlich auch an anderen Stellen mit Leben füllen. Im Moment zum Beispiel im Kampf um bessere Bedingungen für Auszubildende in Deutschland mit den Gewerkschaftsjugenden und auch anderen linken Jugendverbänden zusammen, im Kampf mit Umweltverbänden darum, dass die SPD aus ihrer Kohle-Endlosschleife mal ein bisschen rauskommt und im Jahr 2019 und bei den Herausforderungen dieser Zeit ankommt. Es ist natürlich immer schwierig gewesen, weil wir als Jusos nicht nur mit unseren Positionen assoziiert wurden, sondern weil natürlich auch immer die Position der SPD zur Debatte stand. Ne? Klar, also gerade bei so Themen, zum Beispiel auch Vorratsdatenspeicherung oder so, wo es ja auch Demonstrationen auf der Straße gab und überall und so, wo wir Jusos halt auch dabei waren, war immer, okay, aber wo steht eigentlich die SPD? Na, auch in der ganzen Debatte rund um irgendwie Flüchtlings-Migrationspolitik, wo wir sehr klar als Jusos immer positioniert waren und die SPD halt teilweise auch wahrgenommen wurde als eine Kraft, die da nicht sehr eindeutig positioniert ist. Und da auch Verschärfungen mitträgt, das war natürlich immer schwierig. So. Ich fand es aber auch immer gerade wichtig und notwendig, auch im außerparlamentarischen Bereich deutlich zu machen, dass die Sozialdemokratie ein
pluraler Zusammenhang ist, wo es eben auch immer sehr linke, sozialistisch orientierte, feministische, antifaschistische Personen gab, die sich aber jetzt in der innerparteilichen Meinungsbildung nicht immer durchgesetzt haben, aber die es trotzdem gab und die seit Jahrzehnten dafür progressive Positionen eingetreten sind. Was mich manchmal auch in der Bündnisarbeit ein Stück weit geärgert hat, ist so eine grundlegende Skepsis auch gegenüber von Parteien und auch irgendwie Jugendorganisationen. Also ich da immer das Gefühl hatte, irgendwie, dass wir diejenigen, die auch innerhalb der SPD quasi kämpfen für linke Positionen und für irgendwie progressive Mehrheiten kämpfen, dass wir da irgendwie doppelt unter Druck geraten, quasi, weil wir kriegen Druck innerhalb der Partei und wir kriegen dann Druck quasi von anderen Organisationen, Bündnispartnern und so. Da hätte ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Solidarität für unsere Leute gewünscht, die da einfach die Fahne hochhalten. So. Gleichzeitig gab es auch immer Ärger dafür, dass man mit linken Kräften zusammengearbeitet hat, die auch andere Formen der politischen Auseinandersetzung gewählt haben, als es jetzt Jusos tun würden. Also es gab ja immer wieder auch Repressionsversuche gegen Teile der gesellschaftlichen Linken. Da habe ich schon immer vertreten, dass man innerhalb der progressiven gesellschaftlichen Linken solidarisch sein muss, auch wenn es zu Repressionen kommt. Daran hat es von SPD-Seite auch ab und an Kritik gegeben. Es hat zwar gegen mich nie einen Ausschlussantrag gegeben oder so, aber es gab Fälle, wo der örtliche Bundestagsabgeordnete uns hat bespitzeln lassen von einem BKA-Mann, der aber nur alles falsch verstanden hat und solche Sachen. Also es war schon, heute glaube ich, sind alle froh, wenn Jungsozialisten sich engagieren, aber das war schon, sagen wir mal, man musste sich schon durchsetzen und es war auch eine schwere Auseinandersetzung in vielen Fällen. Dann gab es eben natürlich die Auseinandersetzung mit den Kommunisten. Die war ja natürlich in Deutschland damals ganz virulent. Und deshalb war es natürlich immer gefährlich, wenn man so in der SPD dann da so als Kommunist verdächtigt oder kommunistisch nahe verdächtigt wurde. Ging ja dann so weit, dass ich nicht nur so Sofortausschluss hatte, ne, so von jetzt auf nachher, sondern dass eben auch jeder mit ausgeschlossen wurde, der sich mich noch eingeladen hatte. Ja? Also dass da genügend aufmüpfige Jusos waren im ganzen Lande, in Baden-Württemberg, Ostwestfalen, Lippe, westlichen Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und was alles. Ja, die haben dann gesagt, na, denn jetzt wollen wir aber wissen, ne, und hatten mich dann da eingeladen. Dann wurde ich von den anderen wieder bekniet, bloß nicht dahin zu fahren, damit die nicht ausgeschlossen würden. Ja. Und dann war ich aber dann doch, was weiß ich, in Stuttgart. Dann sind 70 da ausgeschlossen worden, weil die an dieser Veranstaltung teilnahmen. Ne? Ich glaube schon, dass es wichtig war, auch wenn wir nicht immer sofort erfolgreich waren und nicht immer sofort große Erfolge auf Parteitagen feiern konnten oder es jetzt zum Beispiel beim Parteikonvent nicht ganz verhindern konnten, dass wir der Vorratsdatenspeicherung dann zugestimmt haben oder so, waren das trotzdem, glaube ich, war es wichtig, die Debatten immer wieder zu führen und immer wieder aufzumachen, weil sie den Weg bereitet haben, dass wir heute auch eine andere Positionierung da an der Stelle haben. Ne? Ich glaube, das Verhältnis zur SPD war eigentlich ganz gut, zum Vorsitzenden vielleicht nicht immer so. also ich glaube, man darf da den Kontext irgendwie auch nicht vergessen. Als ich gewählt wurde, da sind wir gerade wieder in eine große Koalition gegangen. Das hat, glaube ich, da also generell
auch natürlich irgendwie mit reingespielt. Und dann hatten wir viele krasse Auseinandersetzungen, halt auch inhaltlicher Natur. Ne? Vorratsdatenspeicherung, TTIP und CETA, was irgendwie auch ein Riesenthema war. Aber auch die ganzen Debatten rund um Verteilungsfragen, Vermögenssteuer wieder einführen, Erbschaftssteuer. Was machen wir jetzt eigentlich mit Hartz IV, Sozialversicherungssysteme? Das waren Debatten, wo wir als Jusos teilweise auch abqualifiziert wurden, als wir würden rückwärtsgewandte Debatten führen und wir sollen es doch jetzt endlich mal gut lassen und nach vorne gucken und so. Und das finde ich schon krass, wie sich das auch gedreht hat. Ne? Also die Kritik, die wir da in den ganzen Jahren immer geäußert haben, die ist heute quasi Mainstream in der SPD. Das Verhältnis Jusos-Parteis ist eine zwiespältige Sache heute. Einerseits kann man zu der Analyse kommen, dass wir uns sehr viel Einfluss erarbeitet haben. Also ich kann mir im Moment wenige Entscheidungen in der SPD oder der Regierung vorstellen, wo nicht mit uns eng die Rückkopplung gesucht wird. Sei es auch nur aus Sorge, dass man danach sich in einem größeren Clinch mit uns befindet. Das ist auf jeden Fall positiv zu bewerten, dass wir an diesem Punkt sind. Und gleichzeitig ist durch die Krisenhaftigkeit der Sozialdemokratie in den letzten Jahren natürlich so ein Dauerkrisenmodus auch entstanden, bei dem die Taktung, in dem wir auch aneinander rasseln zu grundsätzlichen Fragen, GroKo, ja, nein, was macht man in so einer Regierung, wie geht man mit der gesellschaftlichen Stimmung rund um Flucht und Migration um, gibt man der nach oder stellt man sich der entgegen, dass wir dort immer wieder auf Konflikte zulaufen. Als ich eingestiegen bin bei Jusos, waren es bildungspolitische Debatten und dann ganz besonders die Friedensdebatte. Ich bin, wie gesagt, 79 in die SPD eingetreten, nach dem NATO-Doppelbeschluss von Anfang an mit dem Willen, in der SPD was zu verändern und die SPD mit zu bewegen Richtung aktive Friedenspolitik, denn das war ja damals extrem umstritten. Wir haben auch immer versucht, damals das, was außerparlamentarisch diskutiert wurde, auch in die SPD mit reinzutragen, also das in einem Wechselverhältnis zu sehen. Ich habe dann einfach immer politisch weitergearbeitet und dann haben sich die ganzen Fragen, dass man einfach gerne nicht mehr Leute um Erlaubnis fragen wollte, ob man eine Demo mitorganisieren kann, sondern dass es dann schon auch schön war, im Landesvorstand selber mitentscheiden zu können, was Jusos Berlin zum Beispiel tun. Das fand ich einfach schön, also quasi nicht mehr um Erlaubnis bitten zu müssen, sondern mitentscheiden zu können. Und aus dieser Haltung heraus bin ich irgendwann also Berliner Landesvorsitzende geworden und ein bisschen ähnlich war das bei der Bundesebene auch. Die Leute werden uns nicht von alleine zulaufen, sondern es muss halt am Ende auch ein Jugendverband sein, in dem man gerne seine Zeit verbringt, weil machen wir uns nichts vor, wir machen alle ehrenamtliche Arbeit. Und wir konkurrieren nicht nur mit zig anderen politischen Organisationen, sondern wir konkurrieren mit Netflix, YouTube und allen anderen Sachen, mit denen man seine Zeit verbringen kann. Und wenn wir nicht auch ein Ort sind, zu dem man gerne hingeht und wo man in angenehmer Atmosphäre mit coolen Leuten, angstfrei und unabhängig davon, welchen persönlichen Hintergrund man hat, Geschlecht, Hautfarbe, was auch immer, wenn wir nicht so ein Ort sind, an dem man unabhängig von all dem diskutieren, sich verwirklichen kann, dann werden wir ein Problem haben und deswegen arbeiten wir auch so sehr immer an uns selbst. Vielleicht sollte man, Stichwort Frauen, auch noch mal sagen, ich habe das aber absolut geklärt, ein für alle Mal. Als ich bei der ersten Juso-Konferenz war, damals in Rüsselsheim, muss irgendwie 1966 oder 67 gewesen sein, und da hat mich eigentlich nur ein Genosse mitgenommen, der mit mir an der Schule gemeinsam unterrichtet hat und hat gesagt, geh doch mal mit und wir wollen doch mal ein bisschen, du willst doch mal ein bisschen reinschnuppern. Und als es an die Wahlen ging, damals waren ja praktisch, ich glaube, ich war die einzige Frau, sagte der Vorsitzende, ein linker Jungsozialist, sagte, der da hinten sitzt doch eine Genossin, die kann doch sicher schreiben und die könnte doch die Schriftführung machen. Und da habe ich mir nach Luft gerungen, habe gedacht, lehnst du jetzt empört ab, und habe das gemacht. Und im Jahr drauf habe ich ihn als Juso-Unterbezirksvorsitzenden abgelöst.
Naja, das war natürlich auch ein Stück der Tatsache geschuldet, dass davor Juso-Bundesvorstände auch ziemlich männerdominiert waren, wenn man das sozusagen da verfolgt. Im Grunde genommen, ich war, glaube ich, auch die erste Vorsitzende nach Heidi, die erste weibliche Vorsitzende nach Heidi Wieczorek-Zoll. Und, aber grundsätzlich, glaube ich, war das auch in der Phase auch eine nachholende Entwicklung, dass das Thema Feminismus in dieser Phase dann bei Jusos auch eine größere Rolle gespielt hat. Und als ich 88 zur Juso-Vorsitzenden gewählt worden bin, haben 3 Frauen kandidiert für den Juso-Bundesvorsitz. Das war auch ein Novum. Und wir haben intensiv dann auch, glaube ich, einige Debatten einfach nachgeholt, die an anderer Stelle schon geführt worden waren und mussten. Es ist ja auch immer ein Prozess sozusagen von Modernisierung einer Organisation. Inhaltlich war wirklich ja wichtig, dass sozusagen alle Themen auf den Tisch gekommen sind und der Anspruch der Verbindung von Feminismus und Sozialismus intensiv diskutiert worden ist. Wir haben weltweit, gibt es glaube ich nur 22% aller Parlamentarier, die Frauen sind. So, und ich finde, die SPD, die jedenfalls stolz auf 100 Jahre Frauenwahlrecht ist, die hat nur besondere Verpflichtungen. Auch die Jusos hatte besondere Verpflichtungen, das wirklich umzusetzen. Ich war immer der Meinung, man muss die Machtfragen so auch stellen, wie sie, und man muss auch als Frau, als Juso-Frau eben sich durchsetzen. Aber das zeigt halt nur, sagen wir, welche Aufgabe immer noch heute ansteht. Ja? Frauen werden immer noch anders bewertet, wenn sie an der Spitze sind. Was ich einfach auch gemerkt habe, so in meiner Zeit als Vorsitzenden, ist, dass man schon auch anders bewertet wird, auch als Frau an der Spitze von einem Jugendverband. Und ich fand es immer super wichtig, für mich dann auch den Austausch zu suchen mit meinen Vorgängerinnen. Zum Beispiel saß ich irgendwie, kurz nachdem ich gewählt wurde, glaube ich, auch länger mal mit Franzi zusammen, und wir haben uns irgendwie drüber ausgetauscht, und sie hat mir viele Tipps gegeben. Das fand ich unheimlich wichtig für mich, weil es mich auch gestärkt hat. Und deshalb habe ich auch versucht, in der Zeit, als ich Vorsitzende war, dass wir das Thema Frauenempowerment wieder stärker machen, dass wir uns einfach gegenseitig auch unterstützen, weil ich nach wie vor glaube, dass wir als Frauen da auch zusammenhalten müssen und dass wir auch Frauen noch sichtbarer machen müssen. Nicht nur bei den Jusos, sondern eben auch gerade in der SPD und in der Politik generell. Ne? Ich habe damals vor allen Dingen Leute daran gemessen, welche Richtung sie vertraten und zu welchen Papieren sie standen und welche genauen Formulierungen sie auf dem Wege zum demokratischen Sozialismus unterstützten. Also das war doch etwas, was uns verbunden hat, aber auch was uns getrennt hat zum Teil. Im Laufe der Jahrzehnte habe ich festgestellt, dass eine Reihe meiner damaligen Freunde oder Freundinnen, dass die ihre politischen Auffassungen schneller gewechselt haben als ihren Charakter. Und deshalb bin ich heute so auf einer Linie, und das schon seit einer ganzen Zeit, wo ich neben den Auffassungen, die jemand vertritt, immer darauf achte, was für ein Charakter ist das? Kannst du dich auf ihn verlassen oder kannst du dich auf sie verlassen? Das ist etwas, wo ich mich geändert habe. Grundsätzlich glaube ich, was ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist auf jeden Fall offene Streitkultur, die Bereitschaft auch wirklich, sich über inhaltliche Fragen auseinanderzusetzen, argumentativ auseinanderzusetzen. Argumentative Stärke lernt man auch bei den Jusos, und das nimmt man mit, das bleibt. Ja. Und für mich ist dabei auch hängen geblieben, ganz, ganz wichtig für meine eigene Identität, mir vorzunehmen, dass ich nicht als Diagonal-Linke von links unten nach rechts oben in der SPD enden will. Zunächst glaube ich mal, dass die Jusos natürlich ein Jugendverband sind und dass es für die Jusos auch immer darum gehen muss, dass wir auch Antreiber sind, also dass wir linke progressive Ideen in der SPD voranbringen, aber eben auch gemeinsam mit Bündnispartnern, mit sozialen Bewegungen etc. uns da positionieren und somit auch quasi gesellschaftliche Mehrheiten für Positionen auch erkämpfen.
Ich glaube, dass das weiter notwendig ist, dass es gerade in der Sozialdemokratie auch eine Stimme gibt, die weiterhin für den demokratischen Sozialismus streitet. Das ist, finde ich, auch was die Jusos ja besonders macht, weil die Jusos sich nie damit abgefunden, also mit der Gesellschaft, in der wir leben, abgefunden haben, sondern immer dafür eingetreten sind, dass es eigentlich darum geht, eine andere Gesellschaft, eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus zu erkämpfen und sich mit dem Bestehenden nicht abzufinden, sondern diese grundsätzliche Perspektive ja weiter im Blick zu haben, dafür zu kämpfen, darum zu diskutieren. Dafür ist es, also das ist, glaube ich, für die Jusos weiterhin eine ganz zentrale Aufgabe. Unser Job ist, glaube ich, zu sagen, Leute, Politisierung funktioniert immer an konkreten Beispielen und Erlebnissen, die man hat, aber politische Lösungen, die finden in einem größeren Zusammenhang am Ende statt. Und unser Anspruch ist, an diesen Lösungen zu arbeiten und immer auch zu hinterfragen, was hat Kapitalismus, was haben die großen Gerechtigkeitsfragen, die Verteilung unseres Reichtums, die Definition, was eigentlich Daseinsvorsorge in unserem Leben ist und ob das eine Ware sein sollte, ja, Wasser, natürliche Lebensgrundlagen, Internetversorgung, oder ob das nicht jedem zustehen sollte gleichermaßen, sind das nicht die eigentlichen Fragen, die darüber entscheiden, ob wir ein funktionierendes, nachhaltiges, soziales Zusammenleben haben oder nicht. Ich finde schon auch, dass es auch darum gehen muss, dass wir junge Leute auch in Verantwortung bekommen. Ich glaube, das sieht man gerade irgendwie sehr deutlich, dass es daran auch einfach fehlt, also auch an Mut fehlt, mal die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Und ich glaube, diesen Mut haben die Jusos vielleicht mehr als die Altvorderen in der SPD. Ich finde, es ist erkennbar, dass die Jusos breit aufgestellt sind. Ich finde es toll auch, sozusagen, wie viele tolle, starke Persönlichkeiten die Jusos haben. Nicht nur Kevin, sondern auch viele aktive Frauen, die für die Jusos auch sichtbar sind in den Landesverbänden und auch im Bundesverband. Das macht mir auch Hoffnung sozusagen für die Zukunft, weil am Ende ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, die Jusos werden eine tragende Rolle jetzt einnehmen müssen bei der Erneuerung der SPD.